Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz und gar durchsäuert war. Ich bin Max Niesner aus Birkenheide. Hallo. Und ich habe gestern wieder mein Lieblingsbrot gebacken. Eine knusprige, gut gebräunte Kruste. Innen zart und weich. Einfach saulecker. Gutes Brot ist keine Sterneküche und trotzdem ein geniales Lebensmittel. Man braucht nämlich keine besonders edlen Zutaten dafür. Für mein Lieblingsbrot brauche ich nur Mehl, Salz und Wasser. Und natürlich meine Zauberzutat. Karl, so nenne ich meinen Sauerteig. Für ein großes Brot brauche ich dabei nur einen halben Teelöffel voll. Ich mische alle Zutaten und dann packe ich den Teig in eine große Schüssel und stelle ihn beiseite. Denn jetzt braucht's Zeit. Ich lasse meinem Teig einen ganzen Tag Ruhe, bevor ich ihn backe. In der Zeit macht der Sauerteig seine Arbeit und macht aus Mehl und Wasser einen echten Brotteig. Er gibt Geschmack und sorgt dafür, dass es schön aufgeht. Und natürlich für die Kruste. Das alles macht der Sauerteig ohne großen Lärm und mit viel Ruhe. Aber wenn der Teig Zeit genug hat, geht es wie von allein. In der Bibel steht, das Gute breitet sich aus wie Sauerteig. Für mich heißt das, eine ganz kleine gute Sache kann mit viel Ruhe ganz Großes bewirken. Zum Beispiel, wenn euch ein kleines Lächeln in der Bahn den ganzen Tag versüßt oder eine SMS von eurem Lieblingsmensch kommt, die euch direkt zum Schmunzeln bringt. Oft braucht's nur eine Kleinigkeit, dann zieht sich das Gute durch den ganzen Tag, so wie der Sauerteig durch ein richtig gutes Brot. Oder? Was meint ihr? Lasst uns beten. Gott, mit Sauerteig kann ich gutes Brot backen. Und obwohl ich ihn gar nicht so richtig erkennen kann, obwohl ich ihn im Teig gar nicht sehe, ohne ihn gelingt es einfach nicht. Gott, du bist der Sauerteig des Lebens. Oft gar nicht so richtig wahrnehmbar und trotzdem immer da. Und mit dir gelingt unser Leben. Amen. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.